Nach diesem Video wirst du genau wissen, wie du es erfolgreich schaffst, deinen Wortschatz in Englisch oder auch in jeder anderen Sprache zu erweitern. Willkommen zurück, Oberstufenschüler. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach, und heute sprechen wir darüber, wie du es schaffst, deinen Wortschatz in Englisch oder eben auch in jeder anderen Sprache erfolgreich zu erweitern, weil das ist eine Thematik, die ganz, ganz oft auch aufkommt. Und da ist erstmal wichtig für dich persönlich zu verstehen, warum möchtest du überhaupt deinen Wortschatz erweitern? Ja? Grundsätzlich spricht da ja mal nichts dagegen, aber in der Regel ist ja da irgendein Ziel dahinter. Und in der Regel ist das Ziel, ich will in Englisch besser werden oder auch in der entsprechenden Sprache. Und da ganz, 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 ganz wichtig von meiner Seite vorneweg, ein größerer Wortschatz alleine wird es nicht für dich richten. Denn stell dir eine Sprache immer wie so folgt vor. Und zwar eigentlich besteht jede Sprache aus zwei Komponenten. Auf der einen Seite aus Bausteinen und auf der anderen Seite aus Regeln, wie du diese Bausteine zusammenbauen kannst. Und je kühler und größer dein Gebäude ist, desto besser. Ja? Was meine ich damit konkret? Die Bausteine sind natürlich die Vokabeln und auf der anderen Seite sind die Regeln, wie du die Bausteine zusammenbauen darfst, die Grammatik. Und natürlich ist es super cool, viele Bausteine zu haben, wenn du aber keinen Plan hast, wie man die zusammenbaut, bringen dir alle Bausteine der Welt nichts. Ja? Deswegen da bitte achtet, wenn ihr sagt, ihr wollt in Englisch oder in der Sprache allgemein besser werden, findet für euch selbst erstmal persönlich heraus, warum, also woran hakt es? Habt ihr zu wenig Bausteine oder habt ihr vielleicht schon ganz gut Bausteine, aber ihr wisst nicht genau, wie ihr die richtig zusammenbauen sollt? Ja, das heißt, wenn es an der Komponente scheitert, sucht vielleicht nochmal nach einem Video, wie man seine Grammatik verbessert. Jetzt geht es aber vor allem darum, wie du dir eben mehr Bausteine einholst. Und bei den Bausteinen geht es eben auch nicht darum, nur mehr Bausteine zu haben, sondern es geht darum, die richtigen Bausteine zu haben. Weil, wenn wir uns jetzt so ein Haus anschauen, ist nicht zwangsläufig das allergrößte Haus das beste Haus, sondern eigentlich ist das Haus das beste Haus, was am besten zu dem passt, was es darstellen soll. Ja, wenn es ein Familienhaus soll, sollte es schon eine gewisse Größe sein und es soll vielleicht auch einladend wirken. Auf der anderen Seite, wenn du im Studium dann wohnst, ist vielleicht für das Haus das Wichtige, dass es klein und günstig ist. Ja, das heißt, es geht nicht zwangsläufig darum, dass alles immer nur möglichst groß ist, sondern es muss eben passen. Und das ist eben auch genau der Punkt bei den Vokabeln. Du kannst 5000 Vokabeln in Englisch wissen, wenn das 5000 Vokabeln sind, die bei euch im Englischunterricht oder in der Klausur nie genutzt oder besprochen werden, dann ist es vollkommen irrelevant, zumindest in Bezug auf deine Note, ob du diese Vokabeln kannst. Was aber viel wichtiger ist, dass du genau die Vokabeln eben drauf hast, die auch verwendet werden. Deswegen, wenn es darum geht, deinen Wortschatz in Englisch zu erweitern, bitte nicht einfach nur planlos, wahllos so viel wie möglich aneignen, sondern versucht euch genau die Dinge einzuholen, auf die es wirklich ankommt. Das bedeutet, wenn euer Thema in Englisch gerade Globalization ist, was für Vokabeln wirst du brauchen? Natürlich Vokabeln in Bezug auf Globalization. So diesen absoluten Basiswortschatz hast du ja sowieso. Ja, es ist aber wichtig, dass du gerade auch zum Beispiel in Bezug auf Globalization die richtigen Vokabeln hast. Deswegen, wenn du deinen Wortschatz erweitern willst jetzt, dann guck dir an, was ist jetzt gerade mein Thema und fokussiere dich genau auf diese Vokabeln. Das heißt, beim Beispiel Globalization, gib einfach mal in Google ein, irgendwie, was weiß ich, Vocabulary Globalization. Da werden 10, 20, 30, 40, 200 Vokabeln kommen, die super wertvoll in Bezug auf dieses Thema sind, die du dann aber vor allem auch direkt umsetzen kannst. Weil du hast selbst bestimmt schon ewig viele Vokabeln mal in den unteren Klassen auswendig gelernt, aber konntest dir kaum einen davon merken. Warum? Weil es wieder nur auf auswendig lernen ist und eben nicht auf Verständnis. Wenn du es aber schaffst, wirklich für dich, sage ich mal, mehrere Vokabeln zu lernen, die du dann auch gleich anwenden kannst, ist das perfekt. Ja, weil genau so bleiben sie eben auch hier oben abgespeichert. Und deswegen bitte die Vokabeln im Wortschatz immer nur ganz spezifisch nach dem entsprechenden Thema aussuchen und vor allem auch welche, die du selbst die ganze Zeit verwenden kannst, und so erweiterst du sie dann auch. Dann gibt es natürlich noch weitere Komponenten. Manchmal ist es nicht nur die thematischen Vokabeln, die da fehlen, sondern vielleicht auch sowas wie Satzanfänge, Fügewörter und so weiter. Auch da, guck speziell in deinen Klausuren, die du vielleicht benotet zurückbekommst, wo ist der Fehler? Wo ist ganz genau der Fehler? Was ist mein Problem? Baue ich die ganze Zeit den gleichen Satzanfang? Dann brauchst du vielleicht mal so Vokabeln wie furthermore oder was auch immer. Ja? Einfach Satzanfänge, die richtig gut funktionieren. Und das Gleiche gilt dann vielleicht auch bei, was weiß ich, verschiedenen Synonymen. Wenn es bei euch immer wieder um das Gleiche geht, dann willst du vielleicht auch nicht 100.000 Mal Globalization schreiben oder nicht 100.000 Mal ein anderes Wort. Da auch mal gezielt nach Synonymen zu suchen. Das macht alles Sinn. Das Wichtige ist nur, dass es eben darauf abzielt, was bei euch im Unterricht eben auch wirklich gesprochen wird. Und ansonsten, wenn du das dann alles auch vom Redefluss und so weiter festigen möchtest, dann gelten natürlich die klassischen Empfehlungen wie, wenn du eine Serie schon schaust, schau sie nicht auf Deutsch, schau sie auf Englisch, mach dir Notizen,
in dem jeweiligen Fach immer auch in der Sprache. Und vor allem ein sehr, sehr geiler Hack, den ich mittlerweile seit einiger Zeit auch schon unseren Traumabitur-Coaching-Teilnehmern immer schon länger mitgegeben habe, aber ich hier auf YouTube noch nie öffentlich gesagt habe. Und zwar, führe Selbstgespräche in dieser Sprache. Ja, klingt erstmal vollkommen bescheuert, aber ganz oft sagt man ja, um in der Sprache besser zu werden, musst du die Sprache sprechen und dafür solltest du ins Ausland fahren. Aber überleg mal, mit der Person zu sprechen, da gibt es eigentlich nur zwei Komponenten. Das eine ist, die Sprache zu hören, das andere ist, die Sprache zu sprechen. Das Hören kannst du über englische Musik, kannst du über englische Videos, kannst du über englische Serien, was auch immer machen, aber das Sprechen selbst, dafür brauchst du ja niemand anderen. Das bedeutet, du kannst für dich selbst einfach die Gewohnheit erschaffen, immer wieder einfach zu sprechen, ja, einfach auf Englisch mit dir selbst zu reden, und da gibt es so viele Momente im Alltag, wo dich keiner hört und du auch sonst nichts zu tun hast, sei es auf dem Klo, sei es unter der Dusche, sei es auf dem Weg zum Bus, wie auch immer, sprech einfach auf Englisch mit dir selbst, am besten auch noch über die Thematik, die ihr gerade auch im Unterricht habt, weil so festigst du das Ganze, du kannst auch gleich die neuen Vokabeln, die du spezifisch gelernt hast, genau dafür eben auch verwenden, und dann wirst du sehr, sehr schnell sehr, sehr starke Fortschritte im englischen Wortschatz merken oder auch in jeder anderen Sprache. Damit wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg und Spaß. Wenn du mehr solcher Hacks haben möchtest oder allgemein dich in Sprachen verbessern möchtest, komm sehr gerne zu uns ins Traumabitur-Coaching. Da lösen wir genau solche Themen mit dir. Da kannst du dich einfach drauf bewerben, entweder im angepinnten Kommentar, hier in den YouTube-Kommentaren oder als ersten Link in der YouTube-Beschreibung. Wir freuen uns auf dich. Bis dahin, mach's gut und denk immer dran. Ich glaube an dich. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.